Club TV wird Ihnen präsentiert von Penta Hotel, Ihrem Hotelerlebnis auf dem Schlossberg in Chemnitz. So, liebe Medienvertreter, liebe Fans, die jetzt alle hier auf YouTube dabei sind, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC. Auf dem Podium begrüße ich die beiden Trainer, Patrick Löckner vom Chemnitzer FC und FCK-Cheftrainer Boris Schommers. Das erste Wort gebührt auch heute den Gästen. Herr Löckner, Ihr Kommentar zum Spiel, bitteschön. Ja, vielen Dank erstmal. Glückwunsch, Boris, an dich und deine Mannschaft zum Sieg heute. Ja, es war das Spiel. Es ist eigentlich genauso gelaufen, wie wir es erwartet hatten. Wir wussten, dass wir heute alle Tugenden auf den Platz bringen müssen, vor allem Kampf, Leidenschaft und Wille und eine gewisse Zweikampfhärte oder die maximale Zweikampfhärte, um hier was mitzunehmen. Ich denke, die Jungs haben sich komplett aufgeopfert, haben alles gegeben. Körpersprache war sehr gut gewesen. Der Wille, das Spiel gewinnen zu wollen, war auch da gewesen. Wir hatten, wenn wir jetzt mal auf das Spiel eingehen, spielerische Mittel gehabt, um uns Chancen zu erarbeiten. Wir haben in der ersten Halbzeit eine Kopfballchance gehabt von Tobi Müller. Dann hatten wir den Abschluss von Kalli, unserem rechten Außenverteidiger. Hinzu kommt dann natürlich der Elfmeter, der auch berechtigt war, den wir heute endlich mal bekommen haben, aber leider dann am Ende nicht vergolden konnten. Ja, so sind wir in die zweite Halbzeit reingegangen. Spielstruktur war in Ordnung gewesen. Natürlich hat der Gegner auch die ein oder andere Möglichkeit gehabt, ein Tor zu erzielen, was natürlich auch an der Struktur und der Qualität der Mannschaft einfach geschuldet ist. Und die Mannschaft natürlich zu Hause auch jetzt mit viel Selbstvertrauen gespielt hat. Das muss man einfach so sehen. In der zweiten Halbzeit wollten wir eigentlich das Niveau genauso beibehalten. Haben wir auch. Läuferisch, kämpferisch waren wir da gewesen. Wir haben uns weitere Chancen auch erarbeitet aus dem Spiel heraus, was die letzten zwei Spieltage so ein bisschen gefehlt hat. Also da sind wir schon mal einen Schritt weitergekommen. Aber dann haben wir uns natürlich bei den Gegentoren sehr blöd angestellt in Sachen Restverteidigung, die eigentlich klar geordnet ist und der Gegner die Situation sehr gut genutzt hat. Ich denke, alles in allem also das Ergebnis vielleicht nicht so beim 2-0 in Ordnung, aber um hier was mitzunehmen, da muss halt alles an einem Tag zusammenkommen. Und es sollte heute nicht sein und wir müssen weitermachen und positiv bleiben. Und ich wünsche Kaiserslautern, Boris und seiner Mannschaft weiter alles Gute. Und das war's eigentlich. Dankeschön, Patrick Löckner. Dann kommen wir jetzt zur FCK-Cheftrainer Boris Schommers. Boris, wie hast du das Spiel gesehen? Also erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, ich glaube, ich habe heute ein richtig gutes Spiel unserer Mannschaft gesehen. Und zwar bewusst, dass der Gegner gerade am Anfang des Spiels einfach eine sehr gute Struktur gegen den Ball hat, dass es für uns schwierig wird, durchzukommen, dass wir uns anbieten müssen, dass wir aber nichtsdestotrotz es versuchen wollen, auch spielerisch in die Räume zu kommen, von wo wir eben dann ins letzte Drittel spielen wollen. Das ist in der ersten Halbzeit sicherlich, das eine oder andere Mal sind wir dort hängen geblieben, weil wir einfach am ersten Kontakt nicht sauber waren, weil wir uns zwar gut positioniert hatten, aber eben zu unsauber waren. Weiß nicht, ob es da schon ein bisschen Müdigkeitserscheinungen waren, keine Ahnung. Ich glaube, dass wir schon die eine oder andere gute Chance hatten in der ersten Halbzeit durch Anas, durch Piki und durch Timmy, wo wir einfach mal das Tor treffen müssen, dann kann man auch Tore erzielen. Also von daher, wir schießen übers Tor, wir schießen am Tor vorbei. Haben aber gesehen, dass wir gut im Spiel drin sind, haben leider unsere Chancen nicht genutzt zu Beginn des Spiels, haben dann natürlich diese knifflige Situation vor der Halbzeit, wo der Gegner einen berechtigten Elfmeter zugesprochen bekommt. Ja, und haben dann heute mal, ich sag mal, haben wir das Glück, das wünscht man niemanden, dem Spieler erst recht nicht, dass man da, glaube ich, wegrutscht. Aber für uns war es natürlich immens wichtig, mit dem 0-0 dann in die Halbzeit zu gehen, wo wir wussten, der Matchplan greift, das Spiel greift, bei den Temperaturen werden wir in der zweiten Halbzeit unsere Räume wieder bekommen. Und nach der Halbzeit haben wir dann genau weitergemacht, erzielen dann das 1-0, das 2-0 schön gemacht. Und müssen aber dann wieder von der Chancenverwertung her das 3-0 definitiv nachlegen. Piki alleine, Zucki läuft alleine auf den Torwart zu. Ich meine, das haben wir in der Vergangenheit vor Corona schon das ein oder andere Mal gehabt, dass uns gerade um diese Zeit, roundabout Viertelstunde vor Schluss, 10 Minuten vor Schluss, müssen wir einen Deckel drauf machen. Da sind wir immer noch nicht effektiv genug. Dann geht das Spiel sicherlich ruhig zu Ende. Alles in allem bin ich aus meiner Sicht ein Gegner, der eine gute Struktur hat, der sich nicht aufgegeben hat, bin ich aber heute sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir nochmal eine Schippe draufgelegt, was sicherlich zu Corona-Zeiten und zu englischen Wochen nicht normal ist. Und unterm Strich auch nochmal gesagt, es ist ganz wichtig bei uns, dass alle
dass alle mitziehen. Wir können diese 5 englischen Wochen, keine Mannschaft kann das irgendwie mit 11 oder 14 stemmen. Umso froher bin ich, dass uns aktuell ein paar Spieler mehr zur Verfügung stehen, dass wir es gut von der Belastungssteuerung hinkriegen und dass heute die Einwechselspieler dann getroffen haben. Dankeschön. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen der Medienvertreter. Da schaue ich mal zum Kollegen, was vorliegt. Genau, wir haben die Frage von Olaf Morgenstern, Morgenpost, Tag 24. Zum einen die erste Frage. Einer der Knackpunkte im Spiel natürlich auch der verschossene Elfmeter, Philipp Hosiner. Aufgrund seiner Leistung bzw. sein Nicht-Treffen in den letzten Wochen wäre ein anderer Schütze denn nicht die bessere Wahl gewesen? Hinterher ist man immer schlauer, aber man muss ja sehen, dass der Hosi vorher 7 Elfmeter verwandelt hat und dass es eigentlich ein sehr sicherer Schütze ist. Hinzu kommt, dass wenn ein Stürmer momentan keinen Lauf hat, dass das einzige Mittel, was hilft, ist, wenn er dann wieder trifft. Und ob das dann ein Elfmeter ist oder aus dem Spiel heraus, spielt keine Rolle. Deswegen war es für uns klar, wenn er sich den Ball nimmt, dass wir ihm auch zugestehen, den Ball zu schießen. Weil wir auch an seine Tendenz bzw. seine Entwicklung für die nächsten Spiele noch dran gedacht haben, damit er einfach wieder in seine Torlaune kommt. Und dass er dann da ausrutscht auf der Stelle, ist mega ärgerlich. Und das war mit Sicherheit vielleicht ein Knackpunkt. Aber trotz alledem stehen wir hinter Hosi und er wird sich auch den nächsten Ball nehmen und schießen. Am Dienstag geht es dann weiter gegen SC Preußen Münster. Spiel, was richtungsweisend sein kann. Spürst du Druck? Wenn ja, wie hoch ist er? Ja, Druck spüren wir immer. Aber wir haben ja gezeigt in der Vergangenheit, dass wir mit Druck umgehen können. Wir spielen, seitdem ich da bin, eigentlich von unter dem Strich und erhoffen uns jedes Mal über den Strich zu kommen. Jetzt waren wir mal ein paar Spieltage über dem Strich. Weiß nicht, ob das der Mannschaft so gut tut. Entscheidend ist vielleicht für uns die Ausgangssituation des Jägers und nicht des Gejagten. Und wir nehmen es so, wie es kommt. Wichtig ist, dass wir weiter so arbeiten wie bisher, dass die Mannschaft genau das Gesicht zeigt, diesen Kampf, diese Leidenschaft gegen den Abstieg alles zu investieren. Und solange sie das macht, kann man ihr auch keine Vorwürfe machen. Also die einzigen Vorwürfe sind halt wirklich, dass man sagt, okay, die ein oder andere Torsituation muss man besser lösen oder den Elfmeter muss man vielleicht machen. Aber so ist Fußball. Also der ist nicht berechenbar. Und wenn man überlegt, was Kaiserslautern in der Vergangenheit für eine Serie hatte, ich glaube, es waren einmal 5 Niederlagen in Folge, auf einmal 6 Siege am Stück oder sowas. Ne? Und 5 Niederlagen, Gott sei Dank nicht in Folge, aber es waren 5 Siege am Stück. Zumindest zu meiner Zeit. Nee, ich meine vor der Pause noch. Ne? Da hatte die auch einen Negativlauf und dann 6 Siege in Folge auf einmal. Und man sieht einfach, wie schnelllebig der Fußball ist. Du musst einmal den Schalter umlegen, du musst einmal wieder in eine Siegesserie reinstarten und dann ist das, oder in ein Spiel gewinnen und dann kannst du in eine Serie starten. Und wir müssen einfach weitermachen. Weitermachen ist genau das richtige Stichwort. Wie sieht der Plan bis Dienstag aus? Was wird gemacht? Ja, also wir hatten ja heute Regeneration jetzt nach dem Spiel gehabt. Wir werden morgen nochmal natürlich weiter regenerieren, werden dann eine Sache in einem Team-Event vielleicht ein bisschen was machen, um dann darauf den Tag uns auf den nächsten Gegner einzustellen und zu gucken, dass wir den einen oder anderen Fehler abstellen, der heute auch im Spiel wieder vorkam und die guten Dinge rausfiltern und die dann vielleicht nochmal bestätigen können. Okay, das waren alle Fragen. Dann kommen wir zu den Fragen für Boris Schommers. Da liegen 3 Fragen der Medienvertreter vor. Die erste kommt von Andreas Böhm von der Rheinpfalz. Herr Schommers, lag es am Pausengetränk oder an Ihrer Ansprache, dass Ihre Mannschaft nach dem Seitenwechsel plötzlich mit so viel Pfeffer auftrat? Naja, ich glaube, dass wir auch vor der Halbzeit kein schlechtes Spiel gemacht haben. Aber ist richtig, wir sind gut aus der Halbzeit gekommen, weil wir es einfach nochmal angesprochen haben, dass das, was wir uns vorgenommen haben, funktioniert. Und vielleicht lag es dann auch zu gegebener Zeit irgendwann daran, dass vielleicht mal auf beiden Seiten die Räume ein bisschen größer werden, ja, wenn beide Mannschaften eben alle 3 Tage spielen. Ich bin sehr froh, dass wir das heute mal konsequent gespielt haben. Ich bin sehr froh, dass wir 2 Tore erzielt haben und glaube, haben trotzdem noch ein bisschen Luft nach oben im letzten Drittel. Die nächste Frage kommt von Oliver Sperg, ebenfalls von der Rheinpfalz. Es geht um die Auswechslungen. Waren die wieder erfolgreichen Wechsel schon vorher genauso so geplant und in der Pause so angedeutet oder jeweils spontane Eingebung, weil Röser und Starke jeweils getroffen haben? Ich könnte mich jetzt hier schön hinstellen gerade, ne? Aber nein, natürlich schauen wir uns den Spielverlauf an. Ich habe es eben schon zweimal erwähnt. Du wirst durch diese englischen Wochen nicht mit 11 und 14 Spielern kommen. Dementsprechend sensibilisieren wir die Spieler, dass auch wenn sie mal nicht spielen, komplett auch vom Fokus her und von der Mentalität her drin bleiben, dass sie eben funktionieren, wenn sie reinkommen. Und genauso stelle ich mir das vor.
Ja, dass ein Spieler, der von der Bank kommt, eben dann direkt im Spiel ist, auch direkt vorher vielleicht die taktischen Abläufe sich mitgenommen hat. Heute hat das wieder sehr gut funktioniert. Mir ist es total egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, wir schießen eins mehr als der Gegner. Und die letzte Frage, die vorliegt, da geht es um den Torschützen Nummer 2. Für Manni Starke war es der erste Treffer seit seinem Elfmeter im Pokal gegen Mainz im August. Wie sehr freuen Sie sich für ihn und was bedeutet dieser Treffer für ihn? Stichwort Knotenlöser. Hoffentlich sehr viel. Ich meine, wir haben es gerade leider beim Kollegen mitbekommen, dass dort der Knoten heute mal nicht geplatzt ist. Ich glaube, bei seinem Stürmer, den ich sehr schätze, wird der Knoten in der näheren Zeit platzen. Für Manni hat es mich eben sehr gefreut. Das ist immer eine Situation, wo man sagt, klar, das gibt nochmal einen Schub, das gibt nochmal ein Selbstvertrauen. Von daher hat es mich für ihn persönlich sehr gefreut. Aber auch bei Rösi, dass er das Ding wieder reinmacht und die anderen arbeiten weiter. Und dann wird in 3 Tagen vielleicht der ein oder andere dann sein Tor machen. Wie gesagt, man muss dran glauben, dran arbeiten und dann wird man die Chancen bekommen und dann wird man ihn reinmachen und irgendwann platzt jeder Knoten. Dankeschön. Weitere Fragen liegen nicht vor. Dann bedanke ich mich für die Teilnahme an der Pressekonferenz und wünsche uns allen, vor allem aber natürlich den Gästen aus Chemnitz, einen guten Nachhauseweg. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. KlubTV wurde Ihnen präsentiert von Penta Hotel, Ihrem Hotelerlebnis auf dem Schlossberg in Chemnitz.